Und in dieser dunklen Nacht heiße ich euch herzlich willkommen zu The Elder Scrolls Online mit mir, dem Ameisenkönig und unserem imperialen Streiter für das Durchsturzbündnis, Philippus Vitellus. Jawohl. Ich wollte eigentlich mit euch heute diese geile Quest machen, die heißt Der Weilgrund des Finsteren. Die machen wir aber heute nicht, weil ich eigentlich den, da ist er auch schon wieder, den Seeker fragen wollte, ob er mitmacht. Ich nehme jetzt mal an. Aber da der morgen Bio-LK-Klausur schreibt, machen wir es ein andermal. Weil ich finde, die Quest, das ist wie so ein Flashpoint, finde ich. So ein kleiner Dungeon. Den kann man dann zusammen machen. So, Internet weg. Okay. Dann reden wir erstmal mit Sassana Ad Abbas. Wir wollen ja jetzt hier die Assassinen, die sich in den Docks, in den Kisten verstecken. Bei den Docks, in den Kisten. Meucheln und... Wo ist hin? Alte. Wenn es nicht um Fracht geht, habe ich gerade keine Zeit. Ich bin äußerst beschäftigt. Ja, die muss uns jetzt hier helfen. Hauptmann Arisen schickt mich. Der König ist in Gefahr. Die Assassinen sind in meinem Hafen? Findet diese Schlangen und tötet sie. Aber macht es leise. Ich möchte Panik vermeiden. Ich werde die Wachen alarmieren. Falls einige dieser Verräter euch entwischen, werden wir sie erledigen. Ich habe verstanden, falls einige von denen mich erwischen, werden sie die erledigen. Ach so, alles klar. Jo. Da ihr wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge seht, auch nicht mehr mitmachen könnt, weil ich das schon aufgenommen habe, würde ich vorschlagen, dass wenn ihr euch auch mit beteiligen wollt, hier auch zwischendurch mal mitzuspielen, dann könnt ihr mich einfach hier im Spiel anschreiben, entweder unter Philippus Vitellus oder mit Endking Number One. Moment, wo sieht man das? Hier. At Endking Number One. Soll ich mir jetzt antworten, wenn wir jetzt gerade aufnehmen? Moment. So, diese dreckigen Hurenkinder von Attentätern, den werden wir richtig in den Popo vögeln. Mal jucken, wo die... Ach, warte mal, ich kann das einen geilen Move bringen, den ich mal probiert habe. Warte, geht der? Ich bin nicht sicher. In der Beta habe ich das gemacht. Ich weiß nicht, ob das noch so geht. Moment. Und... Ja, nein. Na, verdammt, das habe ich... Ah, das war so geil. Ich dachte mir so, wie geht wohl jemand Normales auf das Schiff drauf? Und wie würde wohl ich auf das Schiff gehen? Nein! Ah, also wirklich. Philippus, was soll das denn? Das kriege ich noch hin. Weil... Meine Geduld geht langsam zu Ende. Vielleicht macht ihr das ja auch öfter. Ich bin immer einer der... Oder warte, vielleicht von der Seite? Mach keinen Scheiß, Philippus. Ich krieg dich am Arsch. Du gehörst mir. Ah. Und zwar bin ich bei Oblivion und bei Fallout 3. Das ist ja immer dasselbe von der... vom Gameplay her. Oder vom... Ey, Philippus, du willst mir echt verarschen. Nicht vom Gameplay her, sondern vom Laufen und sowas. Und Berge und so ein Scheiß. Und... Jetzt aber. Ey, es ist wohl nicht wahr. Ich glaube, ich habe doch den anderen Teil genommen. Nein, das muss jetzt sein. Entschuldigung, das müsst ihr euch jetzt angucken. Es tut mir jetzt leid. Aber ich werde es jetzt schaffen. Und da bin ich immer einer, der sagt, ne, da muss ich hochkommen. Das habe ich irgendwie durch Oblivion und durch Fallout 3 so mir angehört. Jawohl, so geht es doch. Ich glaube, hier geht keiner rein in dieses Teil. Die Lydia. Angelehnt wahrscheinlich an den Gefährten von Skyrim. Lydia, die mal abgekackt ist bei mir. Und ich dann Tränen geweint habe, als sie dann wirklich fort war. Verdächtige Fracht. Ihr kommt zu spät. Varric ist bereits auf dem Weg zum Kastell. Euer König ist bereits tot. Ja, geil, dass du dann trotzdem noch hier rumlungerst. Nein, mich erwischt. Dreck, die Hure. Das ist natürlich geil, dass die hier irgendwie rumhocken und nur darauf warten. Bescheid gegeben, dass die irgendwie wissen, hey, der König wurde getötet. Kann ich jetzt aus meiner Fracht aus der Kiste raus? Die warten da die ganze Zeit anscheinend. Kriegen dann irgendwie einen Anruf oder der Pager klingelt dann. Oh Gott, endlich kann ich hier raus. Ich muss schon einen Becher pinkeln und hier reinkacken. Keine Ahnung, was die in den Teilen da drin machen. So, irgendwie wird die Quest nicht mehr angezeigt. Irgendwie findet die Zuflucht. Ist die Quest nicht mehr da? Wieso ist die Quest nicht mehr da? Veräppelt mich doch jetzt nicht. Blutdorn-Assassinen, doch, klar. Ach so, ich brauchte nur die Informationen. Betretet das Kastell von Durchsturz. Ach so,
In der Beta war das so, dass ich hier mehrere einfach umbringen musste. Okay. Ja. Es ist wirklich so. Die hat nicht gelogen. Wir schreien eine Neuausrichtung. Nee, wir müssen jetzt... Ah, oh Gott, dann muss ich doch hoch. Da ist wirklich ein Trupp jetzt schon drauf und dran, zu König, wie heißt er, Emmerich, hinzugehen. Ja, wir müssen jetzt mal ganz schnell zum Kastell. Ich würde sagen, wir sehen uns hier wieder und ja, ich schneide mal ganz kurz. Oder auch nicht. Für die Ritter des Königs. So, bevor ich da reingehe, das ist jetzt hier der Palast vom Emmerich. Heißt der Emmerich oder war das... Nee, nicht Renwick, Quatsch. Auf jeden Fall ist das hier das Kastell von Dolchsturz. Und bevor ich da reingehe, wollte ich schnell noch eine Gilde gründen. Denn Seeker meinte noch, dass ich das jetzt mal wirklich machen sollte, weil andere das auch spielen würden. Also, Dolchsturz-Bündnis und meine Gilde heißt dann Ameisen... Kann ich auch... Ja. Armee. Jawohl. Ameisenarmee. Hört sich jetzt nicht ganz so episch an, aber wieso nicht? Erstellen. Gilde. Nutzt das Gildenfenster, um Gilden zu erstellen. Bla bla bla. Okay. Nachricht des Tages. Gebt eure Kreditkarte niemals eurer Frau. Lebenswahrheit. Alles klar, nehmen wir. Super. Kein Anspruch, aber ich würde mich freuen, wenn ihr der Ameisenarmee beitreten würdet. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt geht. Irgendwie einer beitreten. Ansonsten schreibt mich an über meine User-ID oder über Philippus Vitellus. Wenn ihr auch die Elder Scrolls Online spielt. Oh, die Sonne ist so geil. Von der Beleuchtung her. Irgendwie sieht mein Pferd total untexturiert, also nicht hochauflösend aus. Seht ihr das? Die Fresse, die Augen. Das finde ich, sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. Schnell! Der König! Wir müssen den König retten! Das geht ja so nicht. Ohne den König wird das Dolchsturzbündnis wird ja dann kaputt gehen. Heilige Scheiße. Na, jetzt komm. Auf jeden Fall sieht der Palast sehr schön aus. Ja, er sieht genauso aus hier wie auf dem Artwork. Aber ich weiß gerade nicht, heißt der wirklich jetzt Emmerich? Da war irgendwie die Rede von einem Großkönig und von einem König. Aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, was jetzt hier der Unterschied ist. Na komm. Ja. König Kasimir, seht ihr? Großkönig Emmerich ist es dann. Das hier ist König Kasimir. Ihr müsst jetzt gehen, mein Gebieter. Auf keinen Fall. Der Drache flieht nicht aus seinem Hort. Sie haben es auf euch abgesehen. Moment. Was war das? Tod dem König. Schafft den König hier raus. Los! Nein! Das geht so nicht. Beschützt den König. Nein, es sind zu viele. Ah, stimmt doch. Wir kümmern uns darum. Dreckiger Bluthorn-Assassine. Die Bluthorn-Assassinen machen ja jetzt hier wirklich komplett Dolchsturz. Mischen die auf. Wen haben wir denn hier? Und ja, tot. Geil. Ach, da ist noch einer. Hamad, lass den Scheiß, Junge. Ist doch noch ein kleiner Bub hier. Wie, lernt schon töten? Der König ist zu den Treppen geflüchtet. Ja, und jetzt? Ach, ich muss ihm nach. Achso, alles klar. Ja, komm, Äffchen. Ach, da ist noch einer. Heilige Scheiße. Zack. Der kriegt richtig in die Fresse rein. Blut und Assassinen scheinen echt die Bösen zu sein. Sieg! Sieg! Soll ich jetzt dem König helfen oder denen erstmal? Ich glaube, ich helfe denen erstmal hier. Gibt ja außerdem auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte hier. Glaube ich. Ah, nein, weg. Ah, geil. Ich bin so geil, dass ich wirklich im richtigen Moment ausweichen kann. Jawohl. Jawohl. Zck. Wir kämpfen für die Blutdornen. Wir kämpfen. Ja, Hauptsache, die kommen nicht alle auf einmal rein. Ich verstehe gar nicht, was das für eine Taktik ist. Im kleinen Trüppchen die reinzusetzen. Reinzusenden, meine ich. Stimmt doch. Geht nach oben und beschützt den König. So, jetzt kann ich nach oben. Alles klar, mache ich. Alter. Hey, das ist ja wirklich einer. Wo ist der König, Junge? Ah, nein. Hat er gewischt? Ich weiß nicht. So, wo ist der König? Lasst ab, da ist er. Varric. Wer ist denn Varric? Du siehst echt aus wie ein Mongo. Alter. Lass den Scheiß, Alter. Hey,
Meine Krallen funktionieren nicht. Was ist denn los mit denen? Die müssen funktionieren. Jawohl, jetzt. Macht er mal hier so einen geilen Angriff? Nein. Den ich blocken kann. Also wo er dann geschwindig wird. So einen aufgeladenen Angriff würde ich gerne abblocken. Alter! Na komm schon. Na und jetzt. Jawohl. Holy, der Arm schien. Oh, kann ich sogar gebrauchen? Nee? Doch. Na, siehst du mal. Oh, der Drache fliegt nicht aus seinem Haus. Das ist nicht leicht, Hauptmann. Aber ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich eure Warnungen ignoriert habe. Das macht doch nichts, mein Krieg. Ich entschuldige mich, falls ich bei der Ausübung meiner Pflichten unverschämt war. Ganz und gar nicht, Aresin. Bitte erhebt euch. In den Diensten von Dolchsturz soll unser Freund hier von der Wache und den Rittern nach Kräften unterstützt werden. Yes. Natürlich, wir werden alles tun, um Angoff zu finden und seine Beweggründe zu erfahren. Ganz Dolchsturz steht hinter unserem Helden. Ach, der. Das, was hat er sich gerade abgewischt? Wie es scheint, war die Sorge des Hauptmanns um mich berechtigt. Ihr habt mich an diesem Tag vor der Klinge dieses Assassinen sowie vor meiner eigenen Dummheit gerettet. Tja, wir können das, was der Typ aus Oblivion nie gekonnt hat. Wie heißt er nochmal? Der Held von Quatsch, genau. Nee, die Heldin, Entschuldigung. Die Heldin von Quatsch hat es nie geschafft, den König zu retten. Naja, wir sind halt geiler. Wir sind eher Champion. Ich habe getan, was ich konnte. In der Tat. Die Leiche hier am Boden ist der Beweis. Wer war dieser Mann, der kam, um mich zu töten? Was hat er gesagt? Der Meuchelmörder hieß Varric, aber er arbeitete für jemanden namens Angoff. Angoff? Diesen Namen habe ich meine Spione schon flüstern hören. Der königliche Oberspion meldet, dass dieser Angoff die Unruhe im ganzen Königreich auf die Spitze treibt. Doch mehr wissen wir nicht. Der königliche Oberspion. Hallo, ich bin Oberspion. Königlich. Der Königliche. Geil. Sie wollten Chaos stiften, von Beruf Oberspion. Nein, das ist so lustig. Indem sie euch ermorden. Chaos stiften ist der Weg, nicht das Ziel. Es ist nur das Mittel, nicht der Zweck. Hier wird nicht nur Chaos um seiner selbst willen angezettelt. Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen. Gibt es etwas, das ich tun könnte? Oh ja, mein Freund. Ich erteile euch hiermit die besondere Erlaubnis, in meinem Namen Nachforschungen über diesen Schurken Angoff anzustellen. Doch ihr müsst dies geheim halten, da wir uns nicht verraten wollen. Ich werde jedoch nie vergessen, was ihr heute für mich tut. Warte mal. Also normalerweise heißt es, du darfst in meinem Namen alles machen. Aber es soll geheim bleiben. Also darf ich nicht irgendwo in der Taverne reingehen, im Namen des Königs. Oder ich bin im Namen des Königs hier. Mach das, was ich... Ach, das ist ja echt behindert. Das ist wie bei Mass Effect. Ich wäre ein Spectre, aber darf es niemandem sagen. Das bringt ja überhaupt nichts. Na egal. Ein Fertigkeitspunkt, jawohl. Geil. Mega. Oh, fast Level 8. Geil. Ich nehme mal die Rohlederarmschienen. Dann, ihr habt das Leben des Königs von Dolchsturz gerettet. Mega. Oh, und einen Fertigkeitspunkt, den werde ich mal ganz schnell verteilen. Auf was denn? Wir könnten vielleicht... Dunkle Krallen noch nicht, nein. Dunkle Krallen können wir noch nicht verbessern. Aber dafür... Bollwerk. Ne, Bollwerk noch nicht. Wir könnten mal einen unserer Angriffsfähigkeiten hier... Durchstoß. Könnten wir mal in... Was haben wir denn hier? Durchwühlen. Hier verursacht 44 Schaden. 44 Schaden. Verringert die Rüstung und Zauberresistenz. Ist unten. Verringert die Rüstung. Ihr verspottet das Ziel 15 Sekunden lang. Verspottet das Ziel 15 Sekunden lang. Verringert die Rüstung und Zauberresistenz eures Ziels. Okay, das ist, glaube ich, besser. Durchwühlen, das senkt die Rüstung meines Gegners, aber erhöht meine. Das finde ich geiler. Okay. Jawohl, durchwühlen. Schnieke. Okidoki, dann würde ich sagen, ab dafür. Das ist ziemlich hoch. Wow. Wir sind natürlich geil und schaffen das. Gehen jetzt hier mal raus. Dolchsturz. Tja. Was machen wir jetzt eigentlich? König gerettet. Welt gerettet. Nein, natürlich nicht. Wir müssen diesen Angoff aufsuchen. Wo lungert der denn rum, der Angoff?
Ich habe echt keine Ahnung. Ja, jetzt. Komm, lad das. Lad. So. Oh, die Sonne ist so geil. Ey, jetzt spawnt er in mich. Was ist das für einer? Er ist in mir gespawnt. Was ein Arsch. Irgendwie, wartet mal. Haben wir jetzt noch eine Quest überhaupt? Die Unerschrockene, nee. Wieso dürfen wir jetzt... Hä, wartet mal. Habe ich jetzt vergessen, die Quest anzunehmen oder sowas? Jetzt bin ich verwirrt. Im Namen des Königs. Irgendwas stimmt doch hier doch nicht, oder? Solche Treue gegenüber Dolchsturz wird nicht vergessen sein. Und nicht nur vom König. Gibt es ja keine Folgequest oder so? Geht und wisst, dass Dolchsturz und die Krone hinter euch stehen. Okay, anscheinend müssen wir selber die Quest finden, die darauf hinführt, Angorf niederzumachen. Oh, Truhe. Ehre und Stahl. Ehre und Kuchen. Nee, Donuts. So. Der Held von Dolchsturz, welch Ehre. Die Held, er sagt für nicht die Helden. Die Ritter des Königs. Die Ritter des Königs, jawohl. Wir haben es geschafft. Ich würde sagen, dass wir uns in der nächsten Folge dann mal um die Zuflucht kümmern. Yo, das fände ich echt geil, weil die Zuflucht dann ja halt die Hauptquest voranführt. Und da muss ich euch nochmal eben sagen, dass die nächste Quest auch ziemlich viel erklärt von der Geschichte her. Wenn ihr die nächste, ich habe das in der Beta ja gespielt. Und Stahl. Und Donuts, jawohl. Da, wenn ihr die nächste Folge guckt, dann wisst ihr auch Bescheid, warum Bolag Bal Seelen stehlt, oder nee, wie er das angestellt hat und warum es keinen Kaiser mehr gibt auf dem Thron. Außerdem wird dort ein, gibt es dort ein Wiedersehen mit einem Charakter, den wir aus Oblivion kennen. Werdet ihr euer Einmischen bezahlt. Der, ach du Heilige, der Main-Antagonist aus der Magier-Gilde-Quest aus Oblivion. Wenn ihr etwas Verdächtiges zu melden habt, dann redet mit Hauptmann an. Der wird dort... Ah, die labern mir alle hier zu viel. Der wird dort wiederkommen und ja, allgemein wird viel erklärt. Auch mit die Verbindung zwischen dem Propheten und Lyris Titanenkind, der jetzt noch in Galthaven darauf wartet, von uns befreit zu werden. Diese Sachen werden in der nächsten Folge erklärt beim Propheten in der Zuflucht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, dass, wenn ihr unter dem Video auf Gefällt mir klickt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei The Elder Scrolls Online. Bis dann. Tschüssi.